Hi Leute und willkommen zurück zu Darksiders Genesis. Ich habe noch mal mich hier über die Schlangengruben ins erste Gebiet zurückgekämpft. Hab da noch mal geguckt wegen den Aufwertungen, wegen den Fährmannsmünzen. Ich habe keine Ahnung, wo da eine versteckte Tür sein soll. Und wo ich da die beiden letzten Fährmannsmünzen herbekomme, aber ich habe da schon, glaube ich, ganz gut alles nochmal durchsucht. Und das heißt, ich kann jetzt nochmal ein bisschen shoppen, bevor wir das zweite Gebiet angehen. Was ihr wünscht, versuche ich zu liefern. So, ich wollte Aufwertungen gucken. Und zwar einmal den Trank plus. Genau. Viele tolle Und, Dinge für so wenige Seelen. Den Trank Gesundheit Überschuss. Verwandelt überzählige Gesundheitskugeln in Überfluss. Für vollen Überfluss gibt es einen Trank. Das heißt, so lädt man halt die Tränke wieder auf. Ist jedenfalls das, was ich im Moment so gefunden habe. So viele Seelen, so wenige Waren. Wir könnten nochmal holen. Können aber auch nochmal gucken wegen den. Oder Objekte. Aha. Dann hol noch mal Trank. Es ist doch nur Geld. Okay. Münzen sind überall. Haltet die Augen auf. Genau. Sieht man ja alle immer schön auf den Karten. Da ist ein Tor da links. Da können wir aber nicht rein. Das heißt, wir gehen einfach über das Schlangenloch weiter. Und der hat uns hier so einen Kreaturenkern ja gegeben. Praktisch hier ist so wie so eine Art Skillbaum. In dem man verschiedene große Kreaturenkerne einsetzen muss. Um entsprechende Passiv-Sachen zuzubekommen. Da ich jetzt das erste Gebiet nochmal gemacht habe, habe ich dann natürlich ein paar Stück von. Und diese praktisch Kerne, die man einsetzt, können hochstufen. Wie man sieht hier, Legion. Davon habe ich so viele schon gemacht, dass ich in Stufe 2 schon bin und dadurch die Stufe 2 Bonus schon freigeschaltet habe. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier bekommen wir einfach plus 1% Angriffskraft. Hier bekommen wir Zorn und Leben plus die Spezialfähigkeiten gehen länger und seine Y, glaube ich, stärker. Und Höllenhund, da geht. Ne, Moment. Zorn und die Kraft gehen hoch und hier gehen Gesundheit. Und diese komische Kraft hoch. Was machst du? Fügst du Angriffsschaden zu? Besteht eine 2% Chance, dass ein verbündeter Höllenhund erscheint und je nach Angriffskraft schweren Schaden verursacht? Hm. Ja.
glaube, wir können alle setzen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das System funktioniert. Aber müssen wir mal später schauen. Ich will die halt jetzt nur erstmal drinne haben. Okay, und jetzt wollen wir ja dieses Artefakt für ihn holen. Ich nehme an, das Artefakt soll hier sein, in dem nächsten Gebiet. Die Schlackegrube. Schmerzensschreie, Käfige. Ja, wir sind eindeutig in einem Verlies. Suchen wir Wulgrims lästigen Dämon und reißen ihm das Artefakt aus den toten Händen. Bei dir klingt das so aufregend. Okay. Ah, jetzt haben wir 4 Heilung. Das ist sehr schön. Wie war das? L1 und X. Was bist du? Hier kann man irgendwas machen. Bomben können aufgehoben und geworfen werden, um Stachelbomben zu zerstören. Hä? Okay, man bekommt da drinne Damage. Merken wir uns. Drin stehen bleiben. Und hier haben wir Schlackefloh. Chance von 25%, dass Schlackefloh Explosion Spieler nicht unterbrechen. Okay. Ich hasse es. Gib mir doch Auto-Target. Hm. Kann ich? Ich kann hier das Pferd nicht rufen. Das hat wenigstens ein Auto-Target. Warte. Nehmen wir. 50 Münzen gibt es insgesamt. Noch ein Key oben. Ah, spielt man mit meinem Klon rum.
Okay. Kannst du den Kristall von hier aus treffen? Ist die Frage ernst gemeint? Ja, ist ernst gemeint. Du triffst nicht. Weißt du, wenn Lucifer so gefährlich ist, wie der Rat behauptet, wieso schickt man dann nur uns beide? Death und Fury haben andere Verpflichtungen. Es ist nicht an uns, den Willen des Rats zu hinterfragen. Es ist nicht an mir, deine Garderobe zu hinterfragen, aber deine Rüstung könnte noch ein paar Gruselgesichter vertragen. Musst du über alles Witze machen? Der Rat... Mach dich doch mal locker. Der Rat dies, der Rat das. Willst du einen echten Witz hören? Nein. Klapp, klapp. Du musst jetzt fragen... Wozu meine Position preisgeben? Ich breche einfach durch die Tür und stelle mich dem Angreifer. Hoffnungslos. Ja, ja. So, ich glaube... Genau, hier können wir jetzt auch den Laden... noch mal benutzen, wenn wir möchten. Genau. So. Dann schauen wir mal in diese Kerne rein. Erfordert einen kleinen Kreaturkern. Liegt das bestimmt irgendwie ganz falsch. Da, unter dem Gitter. Meinst du, das ist Wulgrims Artefakt? Diese Glyphen deuten auf eine Art Sperrmechanismus hin. Offenbar ist unsere Mission schwieriger, als wir dachten. Wann war sie je leicht? Ah, dafür gibt's. Ach so, ja, das können wir auch zeigen. Es gibt hier verschiedene praktisch so Mini-Quests, die man erfüllen kann. Und dafür kriegt man dann auch immer Belohnung. Wenn man die dann geschafft hat. Und das ist hier natürlich irgendwie eine Arena, die wird es noch geben. Und da kann man praktisch einen goldenen Rüstungsskin für Krieg bekommen. No! Ach komm, wirklich? Zerstört alles! Legionsbombe. Super-Serie lädt 5% schneller auf. So, jetzt hier haben wir auch das mit freigeschaltet, das mit freigeschaltet. Thank you.
schön viele Seelen. Da hat wohl jemand fleißig gespart. Was spielt das für eine Rolle? Wir wollen das Artefakt und keine Seelen sammeln. Wulgrim steht auf Seelen und hat allerlei magischen Kram in seinem... wo auch immer er da haust. Wir könnten mit ihm handeln. Ein gutes Argument. Jojo. Okay, dann schauen wir mal. Hier ist halt irgendwie so ein Dings wieder, ne? Ja, genau. Oh, hallo. Sandreifer. Als ob, Junge. So, beide gleichzeitig gestorben, ja, oder was? Wirklich hätte ich nicht eine Sekunde eben länger stehen können. Hallo, hält dich doch da fest, bist du blöd? Danke. So, man darf den kleinen Schritt nicht nach vorne machen, ja? Geil. Sandreiter!
Lul, da hinten war so... Sogar noch eine Kiste? Also wir müssen hier jetzt irgendwie an den Schlüssel kommen gerade. Da hinten war sogar noch eine Kiste irgendwie. Ja, willst du? Geht das auch da? Nee. Hä? Nochmal. Aha. Okay, jetzt muss ich da zurück, da oben rauf. Ah, hier ist irgendwo ein Schlüssel. Das Spiel wollte, dass ich so ganz normal raufgehe, nicht rumgehe. Ja, da ist irgendwie ein Schlüssel, wo ich nicht weiß, wie man da rankommt. Da ist noch eine Truhe irgendwo. Eine Map bekommen, sehr schön. Maus, hilf mir. Aha, trifft der nicht von da. Was hast du von hier? Nö. Burn!
Hauptsache, die stunlocken mich, Junge. Hä? Nee, ich muss da treffen, ne? Ja, ja. What the? Junge, du sollst da hin. Ich verstehe es nicht. Ach, Gott. Ich hoffe, ihr wisst jetzt. Doch das Ding. Wow. Ich sterbe, wenn ich da hingehe. So, und jetzt? Ach, jetzt geht das da hinten erst. Ne, immer noch nicht. Ich komme hier nicht weiter. Hier auch nicht. Aha. Du willst doch verarschen. Guck mal, wie viel ich dagegen geworfen habe und dass nichts von explodiert, Alter.
wenn wir das jetzt nicht gewusst hätten. Dicht dran und schon explodiert mir irgendwas in der Nase. Es gibt kein Entkommen. Okay, ich kann nicht einfach so zur Seite wegdashen, weshalb auch immer. Asche zu Asche! Das war's. Oh. Ich bin an das Movement in diesem Spiel nicht gewöhnt. Es gibt keinen Kommen. Nein! Oh, natürlich schmeißt er mich runter. Und er tötet mich beim Neuspawn. What the heck? Asche zu Asche. Sache, er hat mich beim Neuspawn getötet. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum darf er das? Ich zermale eure Knochen zu Asche. Es gibt keinen Kommen!
Wirken! Beinahe wieder runtergeschubst, du. Ich dachte, ich habe 25% Chance, dass mich das nicht umhaut. Nicht mehr so lästig. Und ich dachte, du wirst mit diesem Ort langsam warm. Du weißt, dass mir dein Humor nicht liegt. Unser Dämon Sprint hat eine Chance von 25%, eine Lavaspur zu hinterlassen. Kein Humor liegt dir. Lavaspur oder +7 Angriffskraft. Oder beziehungsweise diese komische Kraft, die sie haben. Keine Ahnung, wozu das ist. Praktisch diese großen Dinger sind halt für größere Boss-Drops zu benutzen. Was dieses Ding diesem seelenfressenden Ghoul wohl wirklich wert ist? Wir könnten Wulgrim zu einem kleinen Bonus überreden. Das Artefakt im Tausch gegen Informationen. Wir halten uns an die Vereinbarung. Mann, er sollte uns schnurstracks vor Luzifers Tür führen. Lass uns zu Wulgrim zurückkehren. Okay. Können wir jetzt da hinten hin? Oder brauchen wir da echt so viele Schlüssel? Das heißt, von da den Schlüssel wahrscheinlich. Den in der Kammer, den Nebenschlüssel. Dann können wir wahrscheinlich diese Kammer da rein. Okay. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.